Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS19 hier auf der Making-of-Map. Ja, bei meiner Kurzvorstellung hat es leider nicht so ganz geklappt, mit dem Kuhhof zu platzieren. Da wurde dann aus dem Kuhhof schnell ein Hühnerhof, weil einfach, ja, hat irgendwie nicht so funktioniert. Aber ich probiere es jetzt nochmal, ne? Weil ich brauche diesen Kuhhof, damit wollte ich auch noch ein bisschen was zeigen. Und deswegen probieren wir es nochmal mit diesem Tod. Warte mal, kann ich das nicht hier direkt ein... Nee, muss ich im Spiel selbst mal... Im Startmenü, ne? Muss ich mal Joystick einstellen. So, Gebäude platzieren, Tierhaltung. Es reicht dann für den kleinen Hof, aber das ist nicht so wild. Hauptsache, er passt hier hin. So, wenn ich den jetzt so gestalte, kann hier nicht platziert werden. Ich drehe den nochmal. Wenn wir einen Joystick irgendwie still kriegen. Das ist jetzt aber doof. Moment, STRG, Q. Und hier nicht so ein bisschen hier. Nee, dann verschwindet das Gebäude, das ist ja doof. Also das sieht gar nicht so hügelig aus wie... das dargestellt will. Ein bisschen weiter runter. Aber dann verschwindet das Gebäude tatsächlich sonst. Im Grund quasi, ne? Das ist natürlich nicht schön. Kann ja nicht platziert werden, ich verstehe es nicht. Ist wahrscheinlich dann doch der Platz irgendwie nicht geeignet. Ja, ich habe es dann hingekriegt, aber es sah halt auch doof aus. Ne? Davon mal abgesehen. Also dann würde ich eher sagen, man guckt nochmal, wo in der Nähe könnte man es setzen, dass man ein paar Gebäude hinpackt, wo es einigermaßen eben ist. Was ist denn das hier eigentlich, YouTube? Da muss ich auch mal hinfahren. Das gucken wir uns mal an. Wo ist denn der Dingstraktor? Nimm mal den halt. Wenn es nichts anderes gibt, sind wir mit dem zufrieden. Wir hätten hier so geparkt. Verdammt. So. Das ist ja ein ominöses Teil da, oder? Das Gebäude. Jetzt hier fest. Am besten hin. Auf der großen Karte. Am besten hier. Ah, Hauptstraße ist besser. Hauptstraße und dann rechts. Gucken, was das Ding hier hergibt. Viel zu langsam. Warte mal. Kauf mal was. Ihr wolltet den ja eh immer schon sehen. Und von daher nehmen wir mal Limited Edition. Da ist das gute Stück. Kaufen. Zack. Und zurück. Springen wir da mal rein. Dann geht das jetzt ein bisschen schneller. Aber er ist nicht gerade so
weißt, was ich meine, oder? Das muss ja dann eigentlich nächste rechts sein. Ist denn dieser komische Schleichweg? Wo bin ich denn jetzt? Da. Da geht's zur Spinnerei. Ja, ich bin vorbeigefahren, ich Depp. Hätte hier anfahren sollen. Aber es ist nicht so wild, wir können auch hier rechts fahren und dann links. Der Weg ist ja nicht viel geschaffen für die Kiste hier. Natürlich auch mit Allrad. Uiuiui. Ich will auch nicht im Gras landen. Ach, guck. So. Jetzt sind wir hier beim Vieh hin. Jetzt muss ich. Da schauen wir noch. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Das hätte durchaus in die Hose gehen können. Links. Also der geht schon richtig ab, ne? Aber den musst du, da brauchst du auch das Lenkrad für. Den kannst du sicherlich ein bisschen schmeidiger noch steuern. Sekte? Eine alte Kirche, so. Okay. Die wird anscheinend gebaut. Huch. Vorsicht. Unfallgefahr. Ja, schade. Ich dachte, es wäre ein größerer Platz, wo man was machen kann oder so, aber dann gucken wir uns jetzt nochmal Feld 17 an. Muss irgendwas Gerades hier geben, oder? Das wäre noch perfekt für einen Kuhstall. Das kaufe ich mal. Ist auch nicht so weit weg, ne? X drücken. Zack. Bam. Bam. So. Ich fahre mal noch ein Stück zurück. Normalerweise würde ich das jetzt so machen, also wenn ich es jetzt platzieren würde, dass man das da ein bisschen abhakt, grubbert, bla und hin und her, aber wir wollen ja hier nur testen, YouTube, und deswegen ballern wir das Ding jetzt dahin. Bin jetzt selbst mal neugierig. Kuhweide. Hä? Hallo, ich war doch gerade noch woanders, was soll denn das? Hm. Wo ist er? Hier will ich es hin haben. P, Tierhaltung, komm schon, Kuhweide, ma, wollen die mich jetzt hier veräppeln? Fliegen wir halt hier langsam rüber, wenn es nicht anders geht. Genießt den Flug, YouTube.
Huch. Feld 17 kommt in Reichweite. So, boah, ist der groß, ey. Kann hier nicht platziert werden. Warum das denn jetzt schon wieder? Wie viel Fläche braucht denn das Ding? Da kommt der Zug. Oh, das ist ein Bug. Könnte auch sein, ne? Ich sehe noch nicht mal die Kleine setzen kann. Das ist doch hier meins. Kann hier nicht platziert werden. Stehe ich nicht. Sieht's mit anderen Gebäuden aus? Ist wieder zu schräg, das Ganze. Was haben wir denn noch? Das kann ja nicht wahr sein. Irgendwo muss doch jemand ein flaches Ding sein. Vielleicht an die BGA mal hinspringen. So, hier fällt 12. Mal die Beine in die Hand. Ich hoffe, euch interessiert das auch. Und denkt, hey, was nimmt ihr uns da mit? Was soll ich da? Feld 12. Komm, für euch kaufe ich doch alles. Kaufen. Ja. Damit es keine Probleme gibt und wir das auch ausschließen, nehmen wir mal Feld 13 dazu und Feld 6. Okay. Und wenn es jetzt nicht geht, weiß ich auch nicht, YouTube. P, versuchen wir es mal mit dem Großen, oder? Tierhaltung, Kuhweide, große Kuh. Oh, wieso bin ich denn jetzt wieder hier? Tierhaltung. Jetzt ist er wieder hier hinten. Nee, ich fliege in die falsche Richtung. Oder? Also muss ja, das scheint ja noch ein Bug zu sein. Aber soweit ich weiß, kommt am Dienstag auch noch ein Patch. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Ich frage mich da, warum... Achso, das Kuh-Symbol, warum das fliegt, aber ja logisch. Wir haben hier die Kühe dabei. Oder vielmehr die Stallung. So, jetzt gerade hoch. Da bellt der Hund. Da hinten wird es schon grün angezeigt, siehst du das? Das sieht cool aus, YouTube. Ja, hier ist Platz. Hier ist Platz. Gut. Wie würde ich es gern setzen? Also das wäre jetzt nicht mein Favoritplatz, ganz ehrlich. Im Let's Play würde ich das nicht machen. Man müsste klar, man muss natürlich ein großes Teil so, ne? Aber der geht jetzt nur so schräg, komischerweise. Mach doch mal die Map weg. Also ich kann jetzt den nicht perfekt ausrichten, aber jetzt letztendlich ist es jetzt eigentlich auch Wurst. Die Hauptsache ist, wir haben es endlich mal. Komm, ich stelle es hier hin. Fertig aus.
224, also 225.000 fast nochmal oben drauf. Hier nichts aufmachen und so? Nee. Achso, hier kannst du das Tiermenü öffnen. Die Kühe vermehren sich aber, oder? Das frage ich mich jetzt gerade. Doch. Das war ja so. Braun, braun und weiß. Schwarze Kuh. Schwarz und weiß. Nehmen wir auch mal drei. Das ist hier eine andere Rasse. Die müssen wir vermischt man jetzt, glaube ich, nicht. So. Wir lassen jetzt natürlich liefern. Doch die Kadenz sind wir. Wird jetzt aber nicht angezeigt, ne? Wie viel Kühe wir jetzt da drüben haben. Müssen wir uns selber ausrechnen. So eine kleine Zahl wäre, fand ich jetzt durchaus angebracht. So. Huch. Das ist aber nicht zu eng für euch, oder? Ja, ihr werdet ja auch mal auf die große Weide getrieben. Dann geht das schon. Wird aber echt viele angezeigt, ne? Schöne Aussicht haben sie ja, muss man sagen. Gut, und dann werde ich halt hier mal ein bisschen rumtesten. Also ich werde mal gucken, was die hier Futter und so noch alles herbekommen. Und dann will ich einfach mal wissen, wie das mit der Milchproduktion ist. Wie viele Kühe haben wir jetzt hier? Würde mich auch nochmal interessieren zum Abschluss. 12 nur. Das ist ja auch nicht viel, ne? 12 Reproduktionsrate, doch hier, guck mal. 12. Ich jetzt verschiebe, dann ist die nicht da. Okay. Verschieben, bestätigen. Die ist gekauft, oder? 14. 14. Ja. Klappt. Ah gut, 15 Kühe reicht hier erstmal. So noch ein bisschen Spaß hier noch haben am Auslaufen. Ich finde die ganz schön animiert. Können wir uns ja auch mal angucken. Ja, komm mal her. Fein. Ja, Wasser hole ich noch. Okay, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, weiter mehr davon zu sehen, einfach mal einen Daumen da lassen. Ciao, YouTube.